Jetzt hat's das ein Schweizer Bankriesen. Die Credit Suisse. Der Schweizer Staat hat letzte Woche noch 50 Milliarden Franken in die Bank reingeblasen. War aber für die Würst. Das Geld ist weg. Schon geil, eine Schweizer Bank, die pleite geht. Das ist dasselbe, wie wenn sich ein Mathematiklehrer beim Bruchrechnen schwer tut. Oder ein Rauchfunklehrer mit Höhenangst. Auf jeden Fall hat die Bank in den letzten 10 Jahren einen Verlust von 3,2 Milliarden Euro gemacht. Und die Top-Manager haben sich im selben Zeitraum als Belohnung für ihre Misswirtschaft Bonuszahlungen von 32 Milliarden Franken ausgezahlt. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber wenn eine kleine Firma einen Verlust von 100.000 Euro macht und sich der Manager dann im selben Zeitraum eine Bonuszahlung von 1 Million Euro auszahlt, dann nennt man das nicht Bonuszahlung, das ist Fladern. Aber als großer Konzern kann man sich alles erlauben. Da reitet dann der Staat zur Rettung aus, anstatt dass man die Typen alle einsperrt. Irgendwie geil in dem Business. Die Gewinne können sich die Manager in die Hosentaschen einstecken und die Verluste zahlt der Steuerzahler. Ich glaub, in meinem nächsten Leben werde ich auch Bankmanager. Vierdenk.